Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Handballmanager 21. Und ich habe es jetzt hingebracht mit dem Fenstermodus, da auch einer der Entwickler mir eine Nachricht hinterlassen hat, einen Kommentar, das mich sehr freut. Und das ist auch selten, dass es das noch gibt. Ich habe ja noch ein paar andere Kanäle, da hat sich noch nie jemand blicken lassen. Also vielen Dank dafür. Und jetzt sollte es auch funktionieren. Also ich habe jetzt den ganzen Bildschirm, wo ich jetzt aufzeichne. Das heißt auch die Fenster im Fenster, nennen wir es mal so, müssten jetzt zu sehen sein. Ja, wir müssen jetzt den dritten Spieltag bestreiten gegen den HC Erlangen 2. Das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Den. Wer schreibt, das bleibt. Was geschrieben, das geblieben oder so. Egal. Also, wir müssen jetzt gegen Erlangen spielen und danach müssen wir gegen, wer auch immer das ist, spielen. Unsere Mannschaft. Schauen wir hier mal nach. Form geht nach unten. So richtig toll sieht es nicht aus. Wir machen jetzt mal Co-Trainer. Eingespielt haben wir jetzt 6%. Abwehrtaktik. Jetzt mal so. Klicke jetzt überall, dass der Co-Trainer das jetzt mal managt, um irgendwie mal so ein bisschen reinzukommen. Schnelle Mitte, zwei Kreisläufer, ja. Die Aufgaben. Immer diese Störungen. Co-Anweisungen. Spielt beides, ja. Training. Training diese Woche, was spielen wir? Standards. Jahresplanung. Achso, ja, da haben wir ja schon eine Jahresplanung. Okay. Also machen wir jetzt Spielgestaltung. Okay. Frische Kondition, das passt soweit. Einzeltraining. Krankenstation, alle Spieler sind fit. Management. Unser Trainer ist ja Tim Lost. Super Name, Kompetenz 1. Statistik. Ah, ich bin unkündbar, das ist ja gut. Manager Pit. Also, ich bin ja unkündbar, das ist natürlich cool. Hall of Fame gibt es auch. Ja, jetzt machen wir erstmal weiter hier. Es gibt noch viel zu entdecken in dem Spiel, sehe ich jetzt hier. Jetzt möchten wir erstmal gegen Erlangen uns halbwegs gut verkaufen. Die Musik abzuschalten wäre ein Vorteil. Wobei, das habe ich ja gemacht letztens, oder? Habe ich es gemacht? Keine Ahnung. Doch, ich glaube, ich habe es gemacht. Monatsbericht Publicity. Pressekonferenz, die machen wir jetzt mal. So. Die Einstellung des Vorstands wird verbessert, Wahrscheinlichkeit 12%. Gut. Das passt. Ich habe nichts erreichen können. Auch nicht so schlimm. So, jetzt geht es gegen den HC Erlangen 2. Wir spielen in Erlangen. 335 Zuschauer sind da. Quoten natürlich eher gegen uns, wobei unser Siegeswille recht hoch ist. Die Stimmung bei uns auch recht gut ist, aber halt unser Team nicht wirklich überragend ist. So. Kelmer. Banger. Zu 3.
Yeah, Sauerburschi, 5 zu 3. Abgekommen. Zu 3 für uns. Das 4. 6, 5, 7, 5. Oh, jetzt gehen sie zum ersten Mal in Führung erlangen. Aber wir gleichen auf. Jetzt 9 zu 8 für uns. Hier zu A, herzlich. Abgeblockt. 11 zu 8. Also Halbzeitstand 13 zu 9 für uns. Das sieht ja mal nicht schlecht aus. Weiter geht's. Oh, wieder, das kann ja meine Oma besser, mehr Einsatz, konzentriert euch auf den Sieg, Hallenhalmer müsst konsequenter unsere Taktik umsetzen. Weiter geht's. Oh ja, 14 zu 9. 10. Abgeblockt. Oh. 15, 10, das sollte doch. 15, 11. Und 16, 11. Unsere dezenten blauen Trikots. So, 13, 16. Oh, genau, auf die Birne wieder. Hey, 18, 13. Ich wollte gerade sagen, warum fängt er den nicht, aber war gar nicht mein Torhüter. 19, 13. Wer ist Tor jetzt? Oh. 20, 13. Jawohl, ja. Wir gewinnen gegen Erlangen 2 unser erstes Spiel. Das ist doch schon mal super. 21-14. Bayreuth besiegt Plochingen. Bayreuth spielt 32 zu 27. 6 Tore von Gonçalo Fuchs. Und der TSV Ammersee siegt gegen den HC Erlangen 2 mit 21 zu 14. Hier die Mannschaft des Tages. Aber schauen wir uns erst die anderen Ergebnisse an. Germania Großsachsen gegen Ballingen-Wallstätten 27-31. Pforzheim gegen Leutershausen 28 zu 26. Oppenweiler gegen Konstanz 26-28. Willstedt Rhein-Neckar-Löwen 2 27-27. Plochingen gegen Bayreuth 27-32. Pfullingen gegen Oftersheim-Schwetzingen 29-29 und auch Heilbronn-Pforzheim-Handball 22-22. Kornwestheim gegen Blaustein 29-25. Das heißt, eine Mannschaft noch ganz vorne, ungeschlagen. Pforzheim-Eutingen 3 Spiele, 3 Siege, 6-0 Punkte. Vor Heilbronn 5-1, Pforzheim 5-1 und Willstedt 5-1 Punkte. Ballingen-Wallstätten, Kornwestheim und Erlangen jeweils 4 Punkte. Rhein-Neckar-Löwen, Oftersheim-Schwetzingen, Pfullingen, Germania Großsachsen 3 und dann ein ganzer Schwung mit 2 Punkten. Bayreuth, Konstanz 2, Oppenweiler, wir. Und einen Punkt hat Leutershausen. Nee, ja doch, Leutershausen 0 Punkte, Plochingen, der Club Blaustein. Ja,
So soll es jetzt erstmal weitergehen. Scheider fällt 4 Tage aus. Jugendtraining brachte nichts. So. Monatsbericht Publicity. 81%, also das sieht ganz gut aus. Spielerverträge möchte man auch mal schauen. Welche laufen denn aus? Verträge verlängern, alle, oder? Ach, die haben alle keinen gültigen Vertrag. Das heißt wohl, das hat mit der dritte Liga, sind wahrscheinlich keine Profis, könnt ihr mir vorstellen. Wir sind ja hier nicht beim Fußball. Nächster Gegner, Club Blaustein, da wäre natürlich ein Sieg wichtig. Kaderplan. Kenny Prestele. Also Vertrag verlängern, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Legen wir mal da den Vertrag fest. Freitag. Sebastian Friesen legen wir da hin. Auflaufprämie. Vormoral. Statistik, Verein, Mannschaft. Man müsste jetzt natürlich hier ein bisschen sehen. Nein. Mehr Infos. Einsätze, da haben wir es. 3 Einsätze, ja, herzig, überragend. 3 Spiele, 14 Treffer. Nein. Okay. Ja, trotzdem. Ich glaube, so langsam tasten wir uns ran. Wenn wir jetzt natürlich auch noch gegen Blaustein halbwegs gut spielen, die haben bisher alles verloren, dann so könnte es ganz gut für uns aussehen. So, das war es jetzt aber auch schon mit dem dritten Teil. Klein, aber fein. Kurz, aber toll, hoffe ich. Ja, so mehr oder weniger. Spiel gefällt mir, wie gesagt. Wir werden jetzt hier speichern. Und der nächste Teil kommt bald. Wahrscheinlich morgen. Servus und bye bye.